Deutschland ist Wanderland. Besonders im Westen gibt es viele beliebte Wanderwege. Der Sinn des Wanderns sei nicht das Ziel, sondern das Unterwegssein, sagte Theodor Heuss. Andere sprechen von einer Tätigkeit der Beine und einem Zustand der Seele. Warum macht Wandern glücklich? Es gibt nicht nur eine Antwort, warum Wandern glücklich macht. Also kein Mensch geht wandern, weil er sagt, ey, das ist so gesund. So, ey, ich bin so tierisch gut drauf danach, das ist quasi meine Outdoor-Droge. Aber man ist sich dessen gar nicht so bewusst und ich mache das ein bisschen mehr bewusst. Um bei der Drogenanalogie zu bleiben, bin ich der Glücksdealer beim Wandern für die Leute. Herr Andrak hat privat Bilder von sich heute mitgebracht. An der Seite von Harald Schmidt wird Manuel Andrak deutschlandweit bekannt. Lange arbeitet er mit Schmidt unter anderem als Redaktionsleiter und Sidekick zusammen. Heute kennt man ihn vor allem als Deutschlands Wandersocke. Seit 2005 veröffentlicht er Bücher über sein Herzensthema, das Wandern. Ich habe das eher immer genutzt, das Wandern, auch zur Harald-Schmidt-Zeit schon, als Kreativkraftwerk. Also es gab sehr, sehr viele Aktionen bei Harald Schmidt, zum Beispiel, wir bauen auf der Bühne jetzt einen Kinderspielplatz auf, die entstanden beim Wandern. Und das hatte dann überhaupt nichts mit dem Wandern selber oder mit der Region, in der man gewandert ist, zu tun, sondern einfach, weil plötzlich Muße ist, dass die Gedanken wirklich jonglieren. Und da ist Wandern einfach perfekt. Also wer nicht wandert, der verpasst was für seinen Kopf. Manuel Andrak findet für sein Wanderglück Belege in der Neurowissenschaft. Nach einer Wanderung fühlen sich Studienteilnehmer mental wohler, glücklicher und zufriedener. Allerdings, nicht jedes Wandererlebnis macht glücklich. Der dümmste Satz, den es im Outdoor-Bereich gibt, meiner Meinung nach, ist, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Das haben sich irgendwelche Outdoor-Firmen ausgedacht, um ihre, keine Ahnung, Regenponchos loszuwerden. Das kann mir keiner erzählen, dass er lieber einen ganzen Tag im Dauerregen wandert, als irgendwie bei herrlichstem Sonnenschein und Weitsicht. Ein schöner Ausblick gehört zum Wanderglück. Das habe mit unseren steinzeitlichen Genen zu tun. Wir fühlen uns wohl, wenn wir potenzielle Gefahren aus der Ebene rechtzeitig erkennen können. Manuel Andrak stellt in seinem Buch unterschiedliche Glückskategorien des Wanderns auf, teils wissenschaftlich begründet. Vom Ausblicksglück bis zum Wasserglück. Das Bogenglück jedoch hat er selbst erfunden. Ich habe das einfach mal behauptet, weil ich das so aus meiner eigenen Erfahrung finde, dass das so eine... Es hat was Mächtiges, es macht, glaube ich, auch was mit uns, weil es so in die Historie geht. Ja? Weil man so denkt, so, boah, nehmen wir mal Drachenfels. Also das sind halt vor 800, 900 Jahren hat hier irgendeiner diese Steine zusammengebaut. Und das erzählt so viele Geschichten und das finde ich einfach spannend. Und das trägt dann also quasi unbewusst zu unserem Glücksempfinden bei. Was wäre eine Wanderung ohne Schlusseinkehr? Für Manuel Andrak gehören ein zünftiges regionales Essen und ein Bier maßgeblich zum Wanderglück dazu. Himmel und Erde, regionale Speise, passt auch zum Wandern. Ne? Blauer Himmel, das Erdige des Waldes, herrlich. Nach der Wanderung ist vor der Wanderung. In diesem Sinne, Prost!